Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Im Fall der Fälle, dass im letzten Part irgendwelche Fehler aufgetreten sind, was ich halt technisch nicht sehen kann. Praktisch kann ich zwar sehen, ob das aufnimmt oder nicht, das kann ich sehen, aber ich sehe halt nicht, ob schon im Vorfeld irgendwas auftaucht. Wie zum Beispiel ein Schnittfehler oder sonst was, weil er das nicht vernünftig verarbeitet hat. Ja, wir sind im normalen Modus immer noch, wie ihr seht, weil, ja, kantoserweise schaffen wir die alle mit einem Schuss. Alter, könnt ihr mal aufhören, mich zu... Kann man nicht mal auf die drauf hüpfen? Scheiß drauf. Dann mach ich das so. Cool. Grandioserweise sind wir immer noch hier in dem normalen Modus. Standardweise würde ich ja jetzt schon eigentlich im nächsten Modus herumtümpeln. Aber ich habe mir grandioserweise gesagt, wir machen noch die Nebenmissionen und so, die ich hier noch nicht fertig hatte. Genauso wie ich grandioserweise noch sagen muss, dass ich auch die Nebenmissionen noch machen muss, die noch offen bleiben. Sprich, ich werde ja, wie gesagt, Borderlands 2, wie auch Borderlands 1, aber das kommt erst in naher Zukunft, komplettieren. Bei Borderlands 1 weiß ich nicht, ob ich das dann an der alten Playlist mit ranpacke. Quasi als Ergänzung dafür, dass ich es ja halt zeitmäßig vergessen habe. Allerdings muss ich auch sagen, es ist ja ein ganz schöner Aufwand, alle Missionen und so zu machen und dann nochmal alle Modis durchzumachen. Auch wenn natürlich ganz klar gesagt sei, Borderlands 1 leichter als Borderlands 2 ist. Okay, wir kommen da definitiv nicht ran. Gut. Okay, ich hab mir ein Schoßhündchen gekauft. Es heißt Enrique und ist ein ganz allerliebster kleiner Scheißer. Sei so cool und für ihn, Gassi, ja? Für dich ist es Training und Enrique kriegt ein wenig Bewegung. Ich markiere dir seine Position auf deinem Echo-Dings. Cool. So, geh zu Enrique, halte Enrique am Leben. Am Leben. Okay. Das sollte jetzt auch kein Problem sein, weil, wie gesagt, wir sind jetzt schon beim ultimativen Kammerjäger-Modus. Von der Stärke her. Aber klar, wir müssen erstmal natürlich neue Waffen kriegen, dann werden wir das. Aber ansonsten so vom Schadens-Output auf die normalen Gegner ist das halt schon vergleichbar gering. Da ist er. Musst du nur seinen Käfig öffnen und ihn an ein paar seiner Lieblingsorte bringen. Aber Vorsicht, er ist sehr zutraulich und schmust dir dein Gesicht vom Schädel, wenn du nicht aufpasst. Lauf, Kammerjäger! Lauf schneller wie der gottverdammte Wind! Ist das dein Ernst? Habe ich nicht gedacht, so, okay, das wird ganz einfach. Okay, so viel zum Thema, es wird ganz einfach. Anlauf Nummer 2. Aber sowas von Anlauf Nummer 2. Okay, der ist also doch recht empfindlich. Ich hab mir ein Schoßhündchen gekauft. Es heißt Enrique und ist ein ganz allerliebster kleiner Scheißer. Sei so cool und für ihn, Gassi, ja? Für dich ist es Training und Enrique kriegt ein wenig Bewegung. Ich markiere seine Position auf deinem Echo-Dings.
Ganz ehrlich, Tiny Tina, geh mir nicht auf den Senkel. Und gib mir bitte irgendwas, was nicht gleich stirbt, eigentlich als Aufgabe. Meine Friese. Cool. Was auch geschieht, schau nicht zurück. Ich sag dir nicht. Ah, es ist klar. Ah, ganz irgendein Zwerg. Ja, okay, ist klar. So. Ja, nee, ist klar. Wo soll ich da jetzt rennen? Ist hier ein Weg? Ja, hier ist ein Weg. Okay. Grandios. Ich will mal hoffen, ich muss nur bis zu Tiny Tina damit laufen. Ne? Sonst habe ich echt ein... Ah, okay. Schwing die Beinchen, Mädel. Was? Ich soll... Oh, Gottes Willen. Cool. Ach ja. War ja zum Glück gar nicht anstrengend, ne? War ja zum Glück gar nicht anstrengend. So, aber ich glaube, das war es erstmal hier auch von diesem Kram. Ich glaube, das eine ist nämlich das Rennen hier unten, was da markiert ist. Ja, und was ist... Ach, hier, Stufe 2. Ja gut, das können wir ja mal eben machen. Das können wir einmal machen. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade für einen Stunt hingelegt habe.
Jetzt soll ich natürlich auch noch das Gefecht annehmen. So. Klauch. Klauch, hier wieder gesagt, ich warte natürlich nicht irgendwie eine Zeit hier ab oder so. Ich werde gleich wahrscheinlich aus diesem DLC-Bereich wieder rausgehen und das nächste beginnen. Keine Ahnung, ob ich das so sagen kann. So, ganz kurz natürlich nochmal Munition auffüllen. Ah, natürlich gleich die falsche Munition hier. Egal. Cool, cool. Ladies and Gentlemen, dies ist der Moment, auf dem Sie alle gewartet haben. Ich kann nicht. Lord of Horrors gegen den Kammerjäger. Macht euch bereit, euch gegenseitig die Wunden wegzuballern. Welle überstanden, aber mach's dir nicht zu gemütlich. Hier kommt ein Eierknacker! Das ist Iridium. Nein, das ist... Oh, das ist eines der Gemäldegedönse. Jetzt habe ich verstanden. Dann muss ich ja hier sowieso ein bisschen bleiben wegen den Gemälden, / Fotos. Jetzt kapier ich's gerade. Wenn du noch lebst, schnapp dir Munition. Wenn nicht, ist diese Nachricht irrelevant. Klar. Okay. Cool, cool. Dann kann ich direkt den nächsten machen, weil ihr merkt ja, dass es recht einfach ist. Bis jetzt noch. Und grandioserweise lohnt sich das ja sogar. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich so 2-3 Modis mal durchmachen. Ah, grandios, hier drinnen wäre es auch schon das Brett. Okay. Geh in die Mitte der Arena, wenn du bereit bist anzufangen. Ich kann sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Danke für Ihre Teilnahme beim Frog Man. Man sieht sich.
Danke für die Kunde. Möge es dir helfen, jederzeit, wenn du leben willst. Kauf bei mir. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Schildladeverzögerung kann mal wieder runter ein bisschen. Rückstoßdämpfung kann auch runter. Was habe ich jetzt eigentlich insgesamt? Okay. Maximale Gesundheit hätte ich gerne plus 50%, aber dafür müsste man eine Menge an Charaktere anlegen, weil die Herausforderungen hier für jeden zählen. Ne? Also, wenn ich einen anderen Charakter habe, habe ich die zum Beispiel nicht fertig. Okay. Aber irgendwann mal einen Charakter komplett alles durchzuhaben, wäre ja schon schön. Nee. Grandios. So. Granaten habe ich jetzt vergessen zu holen, ne? Okay, egal. Nicht so wichtig. Ladies and Gentlemen, dies ist der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Die Horde of Horrors gegen den Kammerjäger. Macht euch bereit, euch gegenseitig die Würde wegzuballern. Gut aussehen. Nein, überstanden. Aber lass dir nicht zu gemütlich. Nein, ich wollte die Schrot ganz gerne. Okay, krass, der macht ganz gut Schaden. Ich finde es gerade überraschend, wie viel Schaden die jetzt machen. Ich erwähne nochmal, es ist der normale Modus und... Alter. Okay, die schlachten sich schon gegenseitig ab. Ein kritischer, zweiter kritischer und... Ah, schade. Moment, das war doch Kopf. Etwas irgendwie. Na, super. Okay, jetzt wird es ein bisschen hektisch, ich weiß, Leute. Aber gerade ist auch keine andere Möglichkeit vorhanden. Unsterblich!
Ja, guck mal ruhig nach oben in die Luft, um mich zu finden. Das fand ich gut. Achso, hier. Drunter durch. Achso, wir sind schon gescheitert vor allen Dingen, ne? Zeitüberschreitung. Ha! Okay, also ich muss viel schneller, viel mehr Schaden ausrichten. Okay, das ist krass. Das ist krass, dass das jetzt zum Scheitern geführt hat. Okay, egal. Ich muss auch eh nochmal Granaten holen, also lohnt sich das sogar gerade. So, jetzt ist natürlich die Musik immer noch da, weil... Ist so halt, ne? So. Ja, da mache ich auch gar nicht lange mit dem Sniper herum. Sondern, jo. Verhalte mich so, wie es sich gehört. Frontal. Kurs. Oh, warte mal ganz kurz. Okay, kann weitergehen. Hä? Ach so. Was ist das denn bitte schön für ein Schwachsinn? Habt ihr das gesehen? 4 Raketen hat er ausgehalten und jetzt stirbt er, ne? Ist klar. Klassiker. Wenn du noch lebst, schnapp dir Munition. Wenn nicht, ist diese Nachricht irrelevant. Du kommst nicht weiter. Come on.
Alter, ich bin gleich schon wieder über der Zeit und das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass ich schon wieder drauf gehe hier. Okay, war's das? Krass. Na super, dann haben wir das auch geschafft. Aber ich glaube, die nächste Welle schaffe ich definitiv nicht mehr, diesen Modus. Da kann ich relativ sicher sein. Grandios. Aber die Kneipenschlägerei sollte jetzt machbar sein, glaube ich. Oh Mann, ich will mich eigentlich auch nicht drücken. Okay, ich versuche jetzt noch den nächsten Schwierigkeitsmodus, aber dann war es das auch definitiv. Ja. Wir haben ja eh, glaube ich, nur ein Maximallimit von, genau, 5 Minuten, also 4 Minuten 30. Wenn es dann nicht hinhaut, sage ich euch gleich vorweg schon hier, dann werde ich einfach die nächsten Kammerjäger-Modus wechseln und dann da weitermachen. So. Macht euch bereit, euch gegenseitig die Birnen wegzuballern. Welle überstanden, aber mach's dir nicht zu gemütlich. Oh, da oben ist Vasilanis. Das müsste ja dementsprechend, ja. War irgendwie klar. Ach komm schon. Ist das dein verdammter Ernst? Nein, als ob! Na, grandios. Gut, dann halten wir fest. Ich mache im nächsten Part weiter, dann versuche ich es noch einmal. Aber grandioserweise werde ich es jetzt nicht mehr schaffen. Das sage ich euch gleich. Das ist so hart unfair. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Nee. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.